Yo, hallo Leute, die Champagne hier auf Freakish TV. Und das ist der Hottest Party im Plaza. Provocateur, peace and love. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Freakish TV. Ihr habt mich vor 2 Wochen schon gesehen, Alice hat mich nach Lausanne entführt und ich habe mir überlegt, so schnell werdet ihr mich nicht los. Und deshalb führe ich euch heute das erste Mal alleine durch den Abend. Ich wünsche euch viel Spaß, let's go! Letztes Jahr wirkte der Schweizer als Jurymitglied bei DSDS und nun kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und feiert Album-Release im Club Plaza. Der internationale Chartdurchbruch gelang dem DJ mit dem Song Welcome to Saint-Tropez und nun ist er nicht mehr von den Club-Hits wegzudenken. So, Momo, du bist ja ein gern gesehener Gast auf allen Partys. Es dreht sich ja heute um die völlige Provokation. Was genau provozierst du heute so? Ich provoziere die Freundschaft, die ich zu Antoine habe heute. Und er hat mich provoziert und ich musste kommen. Das ist die Provokation von heute. Die Party ist im vollen Gange und ich weiß genau, dass ihr genauso viel Lust habt wie ich auf Party. Deshalb switchen wir jetzt zu unseren Party-Tipps, presented by Usgang.ch. Mit den Sonnenstrahlen kommen auch die Frühlingsgefühle. Am Freitag, 22. April, bringt das Alice Duo euch die Stadt der Liebe in den Club. Paris, Christian Louboutin Edition. Am Freitag, 22. April, lädt die Partyreihe Abflug Berlin in den St. Galler Backstage Club. Dort erwarten euch Lex, Morgan Button, Sandro De Marco und weitere. Mehr Informationen findet ihr unter abflugberlin.ch. Der ostschweizerische Club Kugel bringt eine aufstrebende Hip-Hop-Gruppe in die Bratwurstregion. 187 Straßenbande. 187 Straßenbande. 187 Straßenbande. Lasst euch das nicht verpassen, liebe Heads, und informiert euch unter kugel.ch. Am 30. April treten im Hallenstadion Zürich zum ersten Mal 12 der weltbesten Urban Dance Crews gegeneinander an. Bewertet von einer Jury und unterstützt von weltbekannten DJs, treiben sich die Crews gegenseitig zu Höchstleistungen an. Die einmalige Gelegenheit, mit 2 absoluten Profis seine Dance-Technik zu verbessern, bietet sich am Samstag, 30. April in der Markhalle. Le Twins arbeiteten bereits mit Beyoncé, Jay-Z oder Timbaland zusammen. Move your body. Unsere Kali hat sich durch die Menge getanzt und hat sich den Provokateur persönlich geschnappt. Mal hören, was er zu sagen hat. Erstmal herzlich willkommen, DJ Antoine, heute hier. Bist du parat für den Abend heute? I am ready for tonight, ja, ich bin ready. Und ich freue mich natürlich jetzt bei Freakish zu sein, weil ihr natürlich immer wieder gerne kommt, wenn es eine gute Party gibt. Und heute Abend wieder mal nach langer Zeit, nach 6 Jahren mache ich eine Party in Zürich. Und ich hoffe, es wird ein schöner Abend, jetzt ist es noch ein bisschen früh. Ja. Aber let's get this party started. Du hast heute hier dein Album-Release mit dem Albumtitel Provokateur. Was genau möchtest du denn provozieren? Also Jay Sean, der steht da hinter der Kamera, macht nur den Clown. Ich provoziere gerne. Und
und mein neues Album Provocateur. Wenn du mal das Album anschaust, ist es ja überhaupt nicht provozierend, weil ich stehe da mit diesem grauen Wollenschakett ganz normal. Der Titel provoziert, das Album, ist für mich eine musikalische Reise von meinen letzten zwei Jahren, weil ich einfach mal gute Musik machen wollte, wie es mir gefällt. Also, es musste nicht jeder Song sein, wie man es erwartet. Und die Leute sollen sich ins Album reinhören. Ganz kurz noch zu meiner Persönlichkeit. Ich habe in München Modedesign studiert, bin daher sehr begeistert, was Mode betrifft. Was allerdings auch für dich spricht. Du bist ja auch immer sehr modebewusst gekleidet. Und mich interessiert natürlich, wieso? Woher kommt das? Woher nimmst du deine Inspiration, dass du immer sehr speziell angezogen bist? Also danke mal für deine Rosen. Natürlich schön für die Komplimente. Ich habe immer gerne Fashion gehabt und ich finde, Fashion ist einfach, das ist wichtig. Wenn man rausgeht, soll man sich cool anziehen. Der eine hat das, der andere das. Es gibt so viel gute Fashion in verschiedenen Richtungen. Manchmal passt es, manchmal weniger, whatever. Aber am Schluss ist es cool, wenn die Leute sich verkleiden und ein bisschen halt dem Abend eine gute Stimmung geben. Nächste Frage wäre, der Frühling steht ja vor der Tür und die Frühlingsgefühle flattern. Nein, ich möchte dich nicht auf deine Freundin ansprechen, aber ich möchte gern für dich, von dir wissen, was für Tipps hast du für unser Publikum? Was ist so der Place to be diesen Sommer? Wo sollte man hingehen? Naja, wenn ich jetzt sagen würde, geht auf Ibiza oder Mallorca, wäre es ja langweilig. Ich würde mal sagen, für die 16-Jährigen bis 22, geht nach Lloyd del Mar oder geht nach Rimini. Ich kann Lloyd del Mar sehr empfehlen, da muss man einfach mal hingehen und beim ersten Mal richtig feiern. Ganz neu als Hotspot finde ich Kroatien, die Insel Pag. Da gibt es viele coole Clubs, da bin ich gerne. Es gibt aber auch Apulien, Lecce in Italien, super Locations wie Praia und viele Strandclubs. Das ist so ein bisschen das neue, trendige Ibiza von Italien. Also es gibt so viele schöne Orte, checkt einfach mal was Neues. Wenn man mal keine Lust auf Party hat, würde ich euch empfehlen, ins Kino zu gehen. Schauen wir doch mal, was Alice uns zu empfehlen hat beim Cinema-Tipp. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Kinotipp. Eine Geschichte, die uns schon bekannt ist. Der süße kleine Mowgli findet wieder zu seinen Freunden. Ich weiß, was du bist. Ich weiß, wo du herkommst. Armes, süßes, kleines Menschenkind. Nach einem Zwischenfall wird er von seiner Familie getrennt und ist nun alleine im indischen Dschungel unterwegs. Doch die Wolfsmutter Rajka zieht den Kleinen als eines ihrer eigenen auf und bietet ihm Zuflucht. Du kannst mir vertrauen. Doch der Tiger Shere Khan hat es auf ihn abgesehen. Dieser möchte alle menschlichen Bedrohungen vernichten, um so die Gesetze des Dschungels zu wahren. Mowgli verlässt die Wolfsfamilie und stürzt sich in ein Abenteuer voller Gefahren und freundschaftlichen Höhenflüge. Antoine himself is just a very charismatic person. He has a lot of personality. I have as well a lot of personality, and we both, I think when we got together to write, the energy together just in the studio was very high. And then on the song, the way that we wrote it, it was fun. Everything about the song was fun. And the video was fun. And I think that the song itself, when people hear it, Weekend Love, it feels big, it feels happy. Hello, Sado.
Dich verbindet ja ziemlich viel mit DJ Antoine. Erzähl uns doch mal davon. Ja, ich kenne Antoine länger als meine Frau. Ich kenne Antoine seit 1998. Er war der erste DJ, den ich oder gebucht kann im Hausbereich. Er ist mittlerweile sehr ein guter Freund von mir und ich habe einen ganz großen Respekt. Ich möchte ja nicht irgendwie verrucht klingen, aber Sado erinnert mich ein bisschen an Sado Maso. Wir wollen ja heute provozieren, oder? Ja, Sado ist heute da und Maso ist zu Hause geblieben. Wir fahren heute das neue Album von DJ Antoine und bei diesem geilen Sound würde ich sagen, ab zu unserem Soundcheck. MIA, Borders. Kaum eine Sängerin schwankt mehr zwischen den Extremen. Ihre Musik liegt zwischen Hip-Hop, Dancehall und Elektro. Auch in ihrem neuen Song kann man sich zwischen den Genres nicht entscheiden. Und das ist höchst interessant. Es dreht sich ja heute so ein bisschen ums Provozieren wegen DJ Antoines neuem Album. Fragen wir mal ihn, wie provozierst du denn deine Freundin so? Also ich trage gerne persönlich Agent Provocateur, ja, mit Strapse. Und wenn ich das Abendessen vorbereitet habe mit drei Speisen, bin ich dann die vierte Speise für sie. Mein Gott, ich bin fix und foxy. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir hat die Party super gut gefallen. Es war heute meine erste eigene Sendung. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Freakish on MTV.